Hi Leute, willkommen zu einer neuen Folge Final Fantasy 16. Clive, wo hast du gesteckt? Ich wollte dich was fragen wegen Torgal. Wo hast du ihn her? Also, wo habt ihr ihn gefunden? Mein Vater hat ihn von einer Reise in die nördlichen Gebiete mitgebracht. Sie haben ihn inmitten eines Schneefelds winseln gehört und, weil er ganz allein war, einfach mitgenommen. Was denkst du, Harpo? Es passt jedenfalls zu meiner Theorie. Clive, ich glaube, Torgal ist kein einfacher Hund, sondern ein Frostwolf. Ein sehr seltenes Tier aus dem äußersten Norden Valisteas. In einem unserer Folianten findet ein solcher Frostwolf Erwähnung. Dieser Wolf diente als Beschützer einer Königin des Nordens. Er hatte die Gabe, Äther zu beherrschen und konnte auf Kommando Magie wirken. Sein Name war Fenrir. Natürlich. Fenrir der Frostwolf. Und die Annalen erwähnen das zwar nicht konkret, aber ich bin mir recht sicher, diese Königin war ein Dominus von Shiva. Eine Frau aus den nördlichen Gebieten und ihr Gefährte. Sie erwacht als Dominus von Shiva und das Tier? Das heißt, Jill ist der Grund für Torgals Kräfte? Was? Genau wie Fenrir. Offiziell war er mein Hund. Aber Torgal und Jill waren unzertrennlich. Er ist als steter Begleiter von Shivas Dominus aufgewachsen. Und Jahre später sind seine Kräfte erwacht, als seine Herrin ihn am dringendsten brauchte. Das stimmt! Wenn Torgal die verdammten Dalmeker nicht zur Hölle geschickt hätte, wär's aus gewesen. Fast. Denn Torgals Kraft ist seine eigene. Seine natürliche Gabe als Frostwolf. Sie musste nur erweckt werden. Doch, sieh an, Torgal! Du bist ja noch fabelhafter, als wir dachten. Ach, und macht euch bitte keine Sorgen. Torgals Gabe schadet seinem Körper nicht. Er frisst ja förmlich wie ein Behemoth. Gerade heute Morgen habe ich ihn mit der Nase in meinem Frühstück gefunden. Hier bist du! Was willst du schon wieder? Ich habe dich schon überall gesucht. Bernard ist da. Du musst uns vorstellen, dann legen wir los. Ich komme sofort. Werkstatt anscheinend fertig. Perfekt, oder? Das ist es. Ohne dich und alle anderen hätte ich es nicht geschafft. Ich werde mich revanchieren. Ab jetzt schufte ich Tag und Nacht für euch. Wirst schon sehen. Ich sag's dir, solche Wunder hat die Welt noch nicht gesehen. Da bin ich ja mal gespannt. Ich auch. Wozu ist der Laden gut? Das wäre auch erledigt. Mal sehen, ob Vivian Neuigkeiten über Kupka hat. Okay, wird mir noch nicht erklärt, was es hier mit auf sich hat. Das kommt dann später. Ich warte lieber, bis Mit fort ist, bevor ich mich... Ich habe ehrlich gesagt nicht den blassesten Schimmer, was es da geben könnte. Ja, werden wir mit der Zeit, denke ich, rausfinden. Was macht die Suche nach Kupka? Verläuft im Sande. Es gibt unzählige Sichtungen seltsamer Soldaten hier und dort. Aber leider nichts Konkretes. Doch ich finde schon noch heraus, wie er Rosalith verlassen hat. Ja. Bleib dran. Wenn jemand dieses Rätsel lösen kann, dann du. Und ich warte so lange, wie es nötig ist. Ha 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 ha
Arbeitest du hier? Spricht denn etwas dagegen? Weißt du, Clive, ich denke, es ist ein Segen, dass du den Thron deines Vaters nicht geerbt hast. Deine armen Untertanen würden in Angst vor dir leben. Darüber brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Ich will kein Herrscher sein. Das beruhigt mich. Clive, hast du kurz Zeit? Wir haben einen Gast. Ein Gast? Okay. Wen? Für deine Mühe. Wie großzügig, gerne wieder. Ach so! Onkel Byron? Clive, mein Junge! Zapf ein Fass an! Dein Lieblingsonkel ist hier! Seine Freude hält sich in Grenzen. Die türkische Regierung ersucht uns um Frieden. Was entgegnen wir? Falls sie gewillt sind, ihre Kriegsschuld anzuerkennen, sollten wir darauf eingehen. Dennoch, kein Vertrag ohne beträchtliche Reparation. Die Chasias Vorräte sind nicht so groß wie erwartet. Ja, es gibt viele Mäuler zu stopfen. Die Dalmeker werden ihre Schatzkammern für uns leeren müssen. Natürlich war all dies nur möglich, dank eures taktischen Geschicks, Prinz Olivier. In der Tat, keiner von uns hätte den Mut, mit dem mächtigen Titan zu verhandeln, geschweige denn den Verstand, ihn für uns zu gewinnen. Das Kaiserreich steht in eurer Schuld. Möge der Segen der Kristalle mit euch sein, eure Hoheit. Möge der Segen der Kristalle mit euch sein. Sehr gut. Nun, lasst uns die Frage besprechen, wann genau die Dalmeker ihre Truppen abziehen werden. Dions Feuer könnte uns das alles ersparen. Die Herren der Wüste werden sich nicht rühren, bis ein Vertrag zustande kommt. So, lasst uns weiter verhandeln. Geben wir ihnen Zeit, uns wirklich all ihr Gold zu präsentieren. Und sobald sie unsere Forderungen erfüllen, welchen Wert hat schon ein Schriftstück? Eure Heiligkeit, wenn Prinz Dion zu Felde zieht, wird der Feind sicherlich auch seinen Dominus entsenden. Natürlich würde seine Hoheit triumphieren, doch es gäbe große Verluste auf beiden. Keine Angst vor Hugo Kupka. Gegenwärtig ist er an der Westfront. Selbst wenn die Dalmeker nach ihm schickten, käme er zu spät. So sehr mich ein Duell auch verzücken würde zwischen Bahamut und Titan, es soll nicht sein. Und eure Untertanen, eure Heiligkeit? Wenn die Stadt zum Schlachtfeld werden sollte, sind sie es, die am schlimmsten leiden. Wo gehobelt wird, fallen Späne. Doch für jeden Untertan, der stirbt, wird ein neuer geboren. Für jedes Heim, das brennt, ein neues errichtet. Das Reich wird fortbestehen. Was ein Drecksack. Dion? Ja, Herr.
Mach dich kampfbereit. Aber Herr... Muss ich mich etwa wiederholen? Reite an die Front und erwarte Befehle. Wenn ihr es wünscht, Eure Heiligkeit, dann breche ich auf. Möge Gwigo euch vergeben. Was prophezeien die Astrologen? Die Zeichen sind eindeutig, Eure Heiligkeit. Der Schatten des Verrats liegt auf dem Prinzen. Annabella sprach also die Wahrheit. Du enttäuschst mich, Dion. Und die nächste Intrige. Sie will den Prinzen halt loswerden, damit der kleine Thronfolger werden kann. Was macht denn Onkel Byron hier bei uns? Ich frage ihn am besten. Wobei Dion als einziger anscheinend den Eindruck macht, als ob der ein bisschen Hirn hat. Die Racker stellen schon wieder. Bei uns nehmen die Überraschungen einfach kein Ende. Erstmal gibt es auch mal hier schönes Familientreffen. Ah, mein geliebter Neffe. Hab dich vermisst. Wie hast du uns gefunden, Onkel? Mit Unterstützung des jungen Sir Wade. Ein wirklich sehr hilfsbereiter Bursche. So wie du anscheinend. Die Hüter und ihre Freunde erzählen die wildesten Geschichten über deine Heldentaten in Rosalith. Deshalb bin ich hier. Ich will wissen, was wirklich vorgefallen ist, um Fakten und Fantasie zu trennen. Hast du mit den Hütern der Flamme die Bürger von Rosalith nach Port Isolde evakuiert? Das habe ich, ja. Dann habe ich auch ein paar Fragen. Komm, gehen wir hinein. Sehr gern. Du da? In den Truhen sind 2000 Myriaden Gil. Sieh zu, dass sie in die Taschen meines Neffen kommen. Ui! 2000? Und ich fürchte, mehr weiß ich auch nicht. Eine Flotte südlich vor Port Isolde? Höchst interessant. Bedauerlicherweise endet hier mein Wissen. Ich hatte ja keine Ahnung, dass Kupka in Rosalith verwundet wurde. Erst recht nicht, dass mein eigener Neffe ihm diese Niederlage beschert hat. Was denkst du, Vivian? Ich denke, mit diesem Hinweis auf die dalmekische Flotte und den jüngsten Berichten über Valuta-Manöver haben sich die letzten Details des Rätsels ergeben. Kommt, ich zeige es euch. Wir wissen, dass Kupkas Heer über den unbewachten Seeweg in Rosaria eindringen konnte. Dieselbe Route käme wohl auch für die Valuta in Frage. Schließlich ist ihre Marine bekannt für die Effizienz, mit der sie ihre Ritter von einem Schlachtfeld zum nächsten trägt. Und ihr Flaggschiff, die Einherja, oder Schwarze Galeone, wie sie auch genannt wird, ist nicht minder gefürchtet als die legendäre Kavallerie des Königreichs. Nur dank ihr war es Valut überhaupt erst möglich, den Blick auf die Länder jenseits von Ashra zu richten. Ja, es ist überaus wahrscheinlich, dass auch die Valuta Rosaria über den Seeweg erreichten. Überlege selbst. Wenn du Titan vor dem Tod retten wolltest, wohin würdest du ihn bringen?
zweifelsohne nach Drachenfang, oder? Ein sicherer Ort mit genug Äther, um seine Wunden zu heilen. Doch mit dem Schiff wäre das ein langer Umweg über das Südkap. Gehen wir trotzdem davon aus, dass die Valuta an Land gegangen sind, um dir Kupka vor der Nase wegzuschnappen. Hätten sie das wirklich riskieren wollen? Ihn an Bord eines der Schiffe zu nehmen, die mit wehenden Flaggen vor Port Isolde gesichtet wurden? Wochen auf See, unerbittlich vom Wind und den Wellen durchgeschüttelt, kämen für einen schwer Verletzten einem Todesurteil gleich. Nein. Kupkas treue Anhänger würden verhindern wollen, dass dies seine letzte Reise wird. Welchen Plan verfolgten die Valuta dann? Die Berichte lassen vermuten, dass sie nicht die Küste, sondern die Wüste ansteuerten. Auf direkter Linie durch die Dünen der Velkoi könnte eine kleine Karawane Kupka Tage eher nach Hause bringen als das schnellste Schiff. Kein Zweifel. Alles deutet darauf hin, dass es die Valuta waren, die Hugo Kupka gerettet haben. Darauf würde ich dein Leben verwetten. Ach so, meins. Also dann haben die Valuta den Schuft in Sicherheit gebracht. Wenn ich darüber nachdenke, die Schiffe, die ich gesehen habe, kamen mir etwas seltsam vor. Die Besatzung wirkte niedergeschlagen, wie in Trauer. Als ob sie glaubten oder jemand sie hat glauben lassen, dass ihr Dienstherr tot sei. Scharf beobachtet, Lord Rossfield. Und das ist deine Antwort. Um Kupka zu finden, musst du nur der Spur der Valuta durch die Velkoi folgen. Sie dürfte schon erkaltet sein, aber wie sagt man in der Republik, alle Wege führen nach Drachenfang. Ich denke, ich werde dich ein Stückchen begleiten. Wie es der Zufall will, hatte ich ohnehin vor, nach meinem Besuch hier Richtung Kanva zu reisen. Drachenfang wäre nur ein kleiner Umweg. Ist das so? Das würde mich sehr freuen. Gib mir noch einen Augenblick. Ich muss den anderen Bescheid sagen. Dann können wir los. Gut, aber beeil dich, mein Junge. Mir juckt's in den Füßen. Kann der denn kämpfen? Wie ich höre, ist wenn er mich begleitet? Otto, Kupka ist in Drachenfang. Ich breche gleich dorthin auf. Willst du da etwa alleine rein? Keine Sorge. Ich habe nicht vor, den Mutterkristall zu zerstören. Erstmal will ich nur Kupkas Kopf. Ich werde vorsichtig sein. Versprochen. Das Land um Drachenfang gehört alles zu Kupkas Lehnsgut. Wenn du Schwierigkeiten bekommst, frag nach einer Rujena Dalimil. Gesundheit. Man nennt sie auch die Wüstenhäsin. Wer ist das? Eine alte Verbündete von Sid. Von ihm persönlich. Ich weiß nur den Namen. Und dass sie sich in Dalimil an der Schenke trafen. Seit seinem Tod haben wir nichts von ihr gehört. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass der neue Sid ihr Interesse weckt. Danke. Ich werde es mir merken. Und, was ist mit deinem Onkel? Also, er kann gern bleiben, aber... Schau nicht so besorgt. Er kommt mit mir. Das wollte ich hören. Gav, Otto, kümmert euch um alles Weitere. Verlass dich auf uns. Okay. Dann kann's losgehen. Gut, Onkel. Es kann losgehen. Bereit? Jawohl! Komm, auf geht's ins Abenteuer! Ja, den haben wir wohl anstatt Jill dann dabei, weil Jill sich noch ausruhen muss.
Ich war ein junger Mann, als ich zuletzt hier gewesen bin. Da hinten liegt ein Handelsposten, nicht weit von hier. Direkt am Weg nach Drachenfang. Dann lass uns dort beginnen. Okay. Cooles Setting auf jeden Fall. Ich liebe Wüsten. Unser Ziel liegt hinter den Ruinen der Gefallenen dort drüben. Behalte sie im Blick. Im Wüstensand kann man schnell die Orientierung verlieren. Bei dem Gebiet hier glaube ich das sogar. Aber wir haben ja einen großen Turm da als Maßstab. Vor vielen Jahren, als du noch klein warst, sind wir hier schon einmal zusammen entlang geritten. Ist doch so. Da haben wir deinen Vater auf einer Erkundungstour nach Drachenfang begleitet. Ich durfte mitkommen. Natürlich erinnerst du dich nicht. Es war kurz vor Josh Weiss Geburt. Du wolltest unbedingt bei der Geburt dabei sein und hast einem Chocobo auf dem Rückweg so sehr die Sporen gegeben, dass er dich abgeworfen hat. Ich werde nie vergessen, wie du im Sand gesessen und Elvin die Ohren voll gekratzt hast. Das war's. So, ich muss um die Ecke da, ne? Sonst komme ich zu den Teilen nicht hin. So wie das aussieht. Sind das... Ja, das sind keine Gegner, das sind NPCs. Hast du diese Soldaten? Okay. Aber gleich das nächste Ziel. Okay. Da drin gibt es also nichts. Das hat man nur als Orientierung gehabt. Okay. Ah, da ist sie. Die gute Dalli-Milchschenke. Weißt du, die Hitze hat mich ziemlich durstig gemacht. Wollen wir uns ein Schlückchen gönnen? Ja, da ist ja zufälligerweise eine Oase. Trifft sie gut. Wenn wir denn hier willkommen sind. Das Knurrenfach ist nichts Gutes. Sieh mal, dort. Das sind Tiere aus Ashra. So viel ist sicher. Ist schon ein langer Ritt aus Stornhir. Ihr wundes Sitzfleisch werden sie gerade in der Taverne ausruhen. Sehen wir uns um. Sei brav und geh spielen, Torgal. Hunde dürfen da nicht rein. Immerhin versteht er es. Ich sehe schon eine Kneipenschlägerei auf mich zukommen. Meine Herren, hungrig? Mein Kumpel hier, er verträgt die Hitze nicht so gut. Kannst du da was empfehlen? Nun, wenn's leicht sein soll, dann vielleicht unsere Chocobo-Suppe mit Linsen und Honig. Zwei Schüsseln davon und Bier. Gerne. Hey, Bedienung! Komme! Kumpel? Wärst du etwa lieber mein Knapper?
What? Euer Gnaden, ihr seid offensichtlich noch zu geschwächt zum Reisen. Wenn ihr mir nur erlauben würdet, euch zu einem kundigen Heiler zu bringen. Nein, wir müssen weiter. Prinz Dion ist zurück im Feldlager und bricht bald auf zur Front. Ich muss ihn unbedingt vorher sprechen. Das ist vielleicht meine einzige Chance. Das verstehst du doch. Ja, das tue ich. Aber nehmt wenigstens eure Medizin. Ich bringe euch Wasser. Interessanter Zufall. Clive kennt sie nicht. Clive kennt nur Joshua. Aufpassen, worauf denn? Hier gibt's doch eh nur Sand. Hab gehört, sie hätten unseren Gast ohne Probleme nach Drachenfang gebracht. Wir bleiben sicher nicht lang. Warum man uns in diese Einöde geschickt hat, um diesen Gipskopf zu retten, weiß der Henker. Dominus zu sein, schützt wohl kaum vor Dummheit. Die reden von Kupka, nicht? So, trinken wir aus. Der Weg ist noch weit. Hey, du! Onkel? Verzeih. Könnt ihr gehen, Hoheit? Was ist los? Ich fürchte, unten braut sich Ärger zusammen. Ihr seid also Reisende, wie? Meine Begleiter und ich sind hier fremd? Vielleicht könnt ihr uns eine Weile begleiten, uns den Weg zeigen. Tut mir leid. Uns rufen dringende Geschäfte nach Canva. Ach, ein oder zwei Stündchen habt ihr doch sicher für uns. Freunde. Ich fürchte, wir können keinen Moment entbehren. Freund! Überlass sie ruhig mir. Gern doch. Ja, ich wusste noch, dass das in der Kneipenschneiferei endet. Hier! Bam! Ist noch einer über? Ah, der hat ein Fuckelchen noch.
Stimmt so. Ach, apropos, der Eintopf bräuchte ein bisschen mehr Salz. Jetzt oder nie. Euer Gnaden? Es geht. Hat er denn Ultima in sich noch drin oder warum geht ihm es so schlecht? Was hast du? Die Möhren sind über. Nichts. Vergiss es. Wir gehen. Benötigte Auskunft gab es zum Getränk gratis dazu. Okay. Sie haben es ja selbst gesagt. Ihr Gast ist in Drachenfang. Mhm. Gehen wir, bevor noch mehr von der Sorte hier auftauchen. Das trifft sich ganz gut, ne? Kann man den Kristall gleich mit zerstören, aber wir sind am Ende der Folge, Leute. Wir machen beim nächsten Mal weiter. Vielen Dank fürs Einschalten und ciao!